Komm mal hier mit. Hier, ich bin hier vorne. Ich nehme mal die Shotgun eben. Also die Traitor eben uns mal nicht töten. Hier, ich laufe mal hier lang. Wo bist du, welcher? Hier mit der Shotgun. Ich bin durch die Scheibe am Anfang und dann gerade auslaufen. Ja. Dann hier über diese Brücke. Boah, was für ein Weg, ey. Ja, das ich bin hier bei Quizman. Bei Quizman? Deswegen. Da gibt's genau in der Mitte der Map gibt es diesen Turm. Da müsst ihr einmal hochgehen. Wenn ihr da oben seid, dann zeige ich das euch hier. Weil das ist sonst unfair, weil das ist so einer der, ja, der wichtigsten Punkte. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mit X in Game reden, wenn ihr tot seid. Ja, genau, also wenn ihr tot seid, dann könnt ihr immer noch gehen, aber am besten an Teamspeak Newton dann mit den anderen Zuschauern gehen. So, jetzt warten wir eben auf die anderen beiden. Jo, ja, aber dann höre ich ja auch nichts im Dann müsst ihr hier hoch und dann gibt es hier so einen kleinen Trick. Dann kann man hier entlang laufen. Uff. Ah, ich bin jetzt runtergefallen. Da kann man dann weiter entlang laufen, dann auf das Rohr springen und dann seid ihr oben auf dem Dach. Du musst immer rechts drücken. Genau. Okay. Fällst du. Und dann seid ihr irgendwann oben auf dem Dach. Deswegen, wenn jemand so schnell auf dem Dach. Erstmal auf dieses hier. Deswegen, wenn jemand so schnell aufs Dach kommt, dann ist es wirklich nur ein Traitor, weil er kann sich. Auf jeden Fall ist Gruntle ein Traitor, weil er nicht bei der Show dabei war. Welche Show? Ich bin hier oben. Bei Quizix. Der war in seinem Traitor-Menü. Quizix ist hier Detective. Ja. Okay, dann stehen wir normal weiter. Ja genau, du musst ein bisschen weiter höher und dann springen und Duckjump machen. Okay, wer ist da gerade gerutscht? Das war ein Traitor. Traitor. Duckjump. Das war Kevin, der ja. Okay, Kevin, du musst Traitor. Schau mal. Weil du musst hier stehen. Die Rutsche ist... Und dann Duckjump hier hin machen. Quizix, bitte kurz. Ah. Die Rutsche ist ein Traitor-Tester. Wenn man da durchrutscht und... dieser Sound kommt, der gerade gekommen ist, inklusive... Oh, das weiß ich aber. Cool. Immer erst die Regeln hinterher erklären. Geile Sache. Ich rutsch da voll durch. Und ja, ich wollte den Traitor-Test eigentlich weglassen. Aber, ne, Kevin? Ja, aber Luca, dann rutsch doch mal. Ja, wir machen ohne Traitor-Test. Ich zeige euch jetzt nur das Sound, wenn jetzt ein Innocent rutscht, dann würde das hier kommen. Dann würde das kommen. Oh, da schießt einer auf mich. Irgendeiner snipert, ich glaube von oben. Bestimmt der Kevin. Ne, der Kevin, der muss irgendwo unten sein, weil der gerutscht ist. Darf ich jetzt so testen, ob die Leute noch leben, indem ich sie einfach frage, ob sie... Ja, ja, klar, das darfst du. Kevin, ist dein Penis voll klein? Nee, eigentlich nicht. Und wo bist du gerade? da, wo ich gerade eben auch runtergerutscht bin, leider nee. Also Kevin, einer ist im Traitor Room, das ist der Kevin. Der könnte bei den Kabinen sein. Wie ist denn da? Also oben ist auch auf jeden Fall jemand, der schießt. Er lebt jetzt noch alles. Der Perry ist immer oben, ne? Ja. Ganz der Bad geschafft und dann steht der. Der Grandl ist schon tot? Ja, ist er. Grandl, ich hab gehört, dein Penis ist voll klein. Ja, gut. Entschuldigung, ich spreche es nicht nochmal an. Was ist denn der da oben? Okay. Oh, schießt denn hier hinten? Perry ist es. Der steht oben und schießt auf mich. Perry Straighter, falls noch jemand auf meiner Seite des Friedens kämpft. Hallo, Friedensseite, ist noch jemand innocent? Ah ja, super. Nice. So, die Runde ist zu Ende. Verdammt nochmal, Perry, du Bastard! Die ganze Zeit, Luca ist noch dabei, ich hab nicht nachgeschaut, Mann. Verdammt, der Perry hat mich gesnipert, ganz am Anfang. So ein Bastard. Ich habe dich auch einmal getroffen, du hast du nichts gemerkt? Nein. Du hast voll den Rücken geschossen. Eigentlich nicht. Einmal voll rein, okay. Nimmt man Waffen mit E auf? Nee, automatisch. Die Sonderwaffen nimmst du mit E auf, das heißt, die Traitor- und Detective-Waffen kannst du mit E aufnehmen. Aber die anderen Waffen nimmst du ganz normal auf. Na, wenn du eine hast, dann kannst du keine zweite aufnehmen, das ist logisch. Ja, okay. Also Feuergranaten sind verboten, ne? Genau, also wenn einer dir damit Schaden zufügt, absichtlich, dann darfst du den töten. Okay.
So. Ja. Wo seid ihr denn alle? Ich bin. Wieso fragst du schon so? Fragst? Fällt mir gar nicht an. Fragst. Boah, da hat wir auf mich geschossen mit einer AUG. Hab ich auch gehört. Grantelbart, zeig mir deine Waffe. Ich hab gar keine dabei. Wirklich nicht? Pistole nur. Geh mal über die Waffe da, die da liegt. Ja. Aber wieso hebst du die dann nicht auf? Weiß ich nicht. Grantelbart? Ja. Bist du sicher, dass du keine Waffe dabei hast? Ja. Turu. Turu ist der Beste, wollte er eigentlich singen. What the fuck? Ja, ich glaube, Mucker ist tot. Nee, der Mucker muss nur AFK, weil seine Mama geklingelt hat. Oh, scheiße. Oh, sorry. Warum schießt du mich an? Weil du auf mich geschossen hast. Kevin, ja, ist Traitor. Du hast mich ja zuerst angeschossen. Hat Kevin auf dich geschossen? Ich bin ja, Kevin ist Kevin. Detective. Okay. Ja, wie, du bist Detective? Einer von euch. Ja, dann ist es Grantelbart, wenn schon. Du bist es! Keine Muni mehr! Aber oh, holy shit! Ey, wie viel hält er aus? Fuck! Alter, Junge, du warst. Du und ich war jetzt diesmal. Ja? Holy shit, hätte ich nicht gedacht. Hammer. Ja, der Mucker zum Schluss noch. Tudu! Wie der Mucker gecheckt hat, dass ich eine Waffe hatte, dass ich die Waffe hatte, Alter. Ach, die Runde ist noch nicht zu Ende. Fuck. Doch, die ist zu Ende, aber danach könnt ihr killen. Also nebenbei, wenn ihr Innocence tötet, dann bekommt ihr Karma abgezogen. Das ist dieses Karma, wenn ihr Tabulate trägt. Oh, steht I das don't da. Have Karma. Und umso weniger Karma ihr macht, desto weniger Schaden macht ihr, ne? Also das heißt, wenn ihr Innocence tötet oder ja, als Innocent oder Detective, dann bekommt ihr Karma abgezogen und macht ihr weniger Schaden. Dann macht es noch schwerer. Okay, aber wir haben ja alle Tausender Karma. Wo steht das Karma? Ach, da. Top. Ah. Auch wenn man als Traitor und Traitor tötet, Karma abgezogen. Und bei 300 werdet ihr gekickt oder so und gebannt. Komm ich ja nicht raus. Hab ich schon zweimal geschafft. Kevin, was machst du da? Kevin, tut's aber. Das ist eine Traitor-Falle. Ah, das ist eine Traitor-Falle. Er hat irgendwas gemacht, er hat irgendwie C gedrückt oder so. Ja, da drin. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Ja. Damn. Bist du da schon wieder rum? Perry hat daneben geschossen. Der ist mit der Golden Gun. Mucka, wohin willst du? Bleib mal hier, Mucka. Wohin willst du denn? Ich versteck mich hier. Ja, verstecken. Damit du in Ruhe C drücken kannst, ne? Geht weg von mir. Nee. Geht weg von mir. Warum ist eine Granate? Mucka ist es! Nein. Er hat eine Granate auf uns geworfen. Die hat keinen Schaden gemacht. Ich glaube, das ist der Grantel. Nee. Ich war gerade erst, wieso hier ist ein Gasanschlag? Hier ist ein Gasanschlag, ihr dürft hier nicht hinkommen. Mucka hat Gas geworfen, Alter. Mucka ist es. Mucka hat voll abgegast. Er will seine Ruhe haben. Ich schieße es auf Mucka, Alter. Mucka ist es. Nein. Ich renne jetzt Mucka hinterher, ja, wenn ich gleich sterbe, dann ist es Mucka. Au, Grantelbart, au! Ja, klar. Hör mal auf zu reden, ne? Ich bin's nicht, wirklich nicht. Ich krank, Mann. Ohne Scheiß, ich geh weg von jetzt euch. Bin ich verwirrt. Angst hier. Ich bin sowas für verwirrt. Geh weg von mir, Mucka, geh weg von mir, Mann. Sie ein. Wer? Ja, Mucka. Der hat da hinten zugemacht. Ja, ich bin gar nicht mehr da. Wo bist du? Tudu, komm da raus. Kevin, lauf du mir mal nicht hinterher. Einer ist oben auf dem Dach, einer ist oben. Ich hab Angst vor Mucka, Alter. Ich hab richtig Angst vor Mucka, Mann. Hier trauen, Mann. Ich hätte dich schon getötet, Kevin. Wir sind allein. Ich hab dich auch getötet. Ja, also. Ich hab Angst vor dem beschissenen Mucka. Einer ist oben auf dem Dach, ne? Das ist der Traitor, der schießt wild um sich. Mit einer Sniper. Der ist immer da oben, das ist hier der, wie heißt der noch? Deswegen bleibe ich hier unten. Quizzig. Dann muss der nach unten. Quizzig. Also, Kevin ist, glaube ich, auch echt unschuldig. Was macht ihr hier alle in diesem Raum, verdammt? Geh raus, Mann, mir ist ja zu übel. Ja, ich glaube, der Mucker. Mit Grantel allein sein. Ich glaube, der Mucker ist. Mucker könnte da drin bleiben. Ja. Ey, Leute, ich glaube, der Mucker ist unschuldig. Ich komme wieder raus, wenn alles geklärt ist. Nein, will da nicht sein. Leute, ich glaube, der Mucker ist unschuldig, denn ich habe ihn gerade angeschossen als Innocent und er ist nicht gestorben. Er hat nicht zurückgeschossen. Wenn explodiert, warst du. Meine ich. Ja, die lass die mal sich gegenseitig töten. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du mich angeschossen hast. Was? Da kommt ja, stehen zu bleiben, Mann. Kevin, da kommt jetzt nur noch einer raus. Oh. Hey! Kevin schießt, Kevin hat mich angeschossen! Ich hab gedacht, ihr habt auf mich geschossen. Ja! Oh! Grantel, du, nice! Du warst ein Traitor, ja? Identifizier den mal, Grantel. Achso, er darf ja gar nicht reden. Okay, der war Traitor, komm schnell hier. Ja, er war Traitor. Warte, dann ist Quizzix der Zweite.
Komm schnell hier hin, Gedanntöte. Er hat Tudu getötet. Tudu ist innocent. Komm schnell. Er hat Tudu getötet. Tudu lebt nicht mehr. Tudu ist tot. Wir müssen ihn retten. Rächen. Wie willst du mich retten? Dann ist nur noch Quizzix. Wir beide leben da noch und wir sind innocent. Ja. Quizzix, warum sagst du nichts? Quizzix, bist schon tot? Quizzix ist tot, Alter. Nein, Mann. Der hat gerade eben noch Sir Perry identifiziert. Buka verarscht mich jetzt hier, Alter. Du hast mich eben schon mal angeschossen. Alter, ich hab Angst vor dir, Buka, Mann. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, Mann. Ich bin doch immer trusted. Wir haben zusammen die Arma 3 Welten erobert. Ja, gut. Ich glaub, du wärst schon. Oh, scheiße. Ich bin ja tot. Echt? Bist du? Wie lebst du dich denn so in der im eiskalten Grab? Quizzix, wir verzeihen dir. Wir bereiten dir einen schnellen Tod vor, wenn du jetzt kommst. Mucka wird nicht mehr zu. Ja. Also als Zuschauer könnt ihr nebenbei noch Scheiße machen. Ihr könnt hingehen, euch in so zum Beispiel in dieses blaue Fass reinquetschen und dann könnt ihr damit rumfliegen oder so ein bisschen durch die Gegend geistern. Ja? Ja. Kann man da, was drückt man dann? E oder was? WASD oder Leertaste. Ihr habt so eine Leiste, die lädt sich auf, je nachdem wie viele Punkte ihr habt, desto länger könnt ihr das machen. Und ja, zum Beispiel das Regal bewegt sich. LOL! Damit könnt ihr auch Leute umbringen nebenbei. Wenn ihr zum Beispiel in die Luft fliegt und dann auf den Kopf fliegt, dann tötet ihr die an Fallschaden. Physics, du brauchst nicht campen, komm raus. Genau. Das ist langweilig. Quizzix. Weg, wenn das Regal mir auf den Kopf fällt, dann schlage ich die nächste Runde. Du kannst das so einfach wegschießen von mir. Komm, wir bunkern uns hier ein. Also, ja, ist er eh noch, ist er jetzt zu Ende. Nee, die Traitor bekommen Overtime, wenn die jemanden getötet haben. Dann geht das ein bisschen länger. Okay, wo sehe ich die Overtime? Die siehst du nicht, die sehen nur die Traitor, also nur die wissen, wie lange das ist. Ach, fuck. Ja gut, dann bunkern wir uns da ein, komm. Oh, Magneto-Stick. Quizzix. Wie nehme ich das nochmal auf? Rechte Maustaste? Genau. Du kannst aber nicht alles aufnehmen, weil die sind zu schwer. Die sind zu schwer. Vor allen Dingen die scheiß Geister, die versuchen mich zu töten. Kämpfe mit Tudu. Das ist unser Pro Tudu. Oh, da ist er! Ich kann ja reden, ich habe verloren, verdammte Scheiße! Hat euch beide gekillt, holy shit, nice. Ich dachte, er wäre auf der anderen Seite, Mann. Wie kamst du so schnell auf die Seite? Ja, ich bin durchs Fenster gesprungen. Oh Gott! Hm? Das ist ein Zugang. Welcher Mucka zerquetscht? Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus!